Fotos von vergangenem Samstag. Rund 4000 Menschen feiern auf der Kasseler Partymeile, so als wenn nichts wäre. Corona-Maßnahmen, Fehlanzeige. Sylvie Hansu betreibt einen Imbiss auf der Friedrich-Ebert-Straße. Sie sagt, diese Partynacht war die reinste Katastrophe. Kein Abstand, keine. Und mein Mann oft sagt das, müssen Sie ein bisschen Abstand lassen, bitte. Aber keine hört es, keine versteht das. Dabei wurde gerade deswegen die beliebte Feiermeile für Autos, Busse und Bahn gesperrt. Die Idee des Kasseler Oberbürgermeisters: ohne Verkehr mehr Platz für die zahlreichen Besucher und damit genügend Sicherheitsabstand. Doch der Plan ging nicht auf, berichten auch Zeugen. Die Betriebe versuchen es wirklich hart, dass die Leute sich dran halten. Und dann geht man eben 2 Meter raus und ist wirklich ganz egal. Ich kann es verstehen, dass man gerne rausgehen möchte, auch wieder unter Leute. Aber man sollte es halt einfach nicht vergessen, was für eine Situation wir halt im Moment haben. Lediglich ein paar gut gemeinte Plakate erinnern an die Regeln, die hier eigentlich einzuhalten gewesen wären. Schriftlich teilt die Stadt Kassel mit: Nach Mitternacht füllte sich die Friedrich-Ebert-Straße zunehmend. Weil die Abstandsregeln nicht mehr so eingehalten wurden wie vorgesehen, entschied die Stadt Kassel, die Betriebe zu schließen. Die Besucherinnen und Besucher wurden per Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, den Bereich zu verlassen. Doch zu diesem Zeitpunkt war die abgesperrte Straße bereits brechend voll. Die ausgeartete Partynacht, mittlerweile politisches Streitthema. Es ist eine straßenfestähnliche Atmosphäre entstanden. Und ich verweise auf andere Stadtgebiete, in denen alle peinlichst auf die Vorschriften achten müssen. Und hier wird sozusagen vollkommenes Laissez-faire-Prinzip angewendet. Und man hat das Gefühl, dass es keinerlei Kontrolle mehr gibt am Ende und dass die Gefahren auch nicht mehr zu überblicken sind. Die Idee ist eigentlich, dass man viele dezentrale Konzepte macht, dass man nicht einen einzigen Punkt findet, sondern dass es viele weitere Angebote gibt, wo Leute sich auch treffen können. Und dann sind nicht so ganz so viele auf einem Haufen. Die Stadt Kassel führt derzeit Gespräche mit Ordnungs- und Sicherheitsbehörden. Noch vor dem nächsten Wochenende soll ein neues Konzept stehen, damit hier auch Corona-konform gefeiert werden kann.